Ihr habt mich direkt zur verlorenen Stadt geführt. Macht euch bereit zu sterben. In diesem Tempel sind zufällig hunderte von Schlangen, die nur auf uns gewartet haben? Was? Warum beißen die ihn nicht? Das ist doch lächerlich. Löschen, löschen, löschen. Hör zu, Loretta. Wir müssen dein neues Buch über die verlorene Stadt promoten. Du kannst dein Leben nicht in der Badewanne verbringen und Chardonnay mit Eis trinken. Ladies and Gentlemen, das heißeste Covermodel der Welt. Dash McMahon! Sie wissen, dass Sie nicht Dash sind, oder? Dash ist eine Figur, die ich erfunden habe. Dash! Okay. Oh, Mist. Miss Sage, Ihr Buch über die verlorene Stadt hat mir gefallen. Und ich glaube, Sie können mir helfen, den Schatz zu finden. Bei allem Respekt, da muss ich Sie enttäuschen. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen. Binden Sie mich los! Das ist bloß Ihr Gurt. Oh no. Loretta Sage wird vermisst. Ich werde sie retten. Ich will, dass sie mehr in mir sieht als nur ein Covermodel. Let's start living dangerously. Alan? Was machen Sie hier? Ich rette sie. Ich bin zertifizierter Ersthelfer und Crossfit-Trainer. Und ich hab Snacks. Schnappt sie euch! Das ist wie in Ihrem Buch. Wir sind auf einem Lovemore- und Dash-Abenteuer. Ich helfe Ihnen. Was machen Sie da? Oh Gott, nehmen Sie den Kopf da raus. Es ist kein Liebesroman. Der Dschungel frisst Menschen wie uns. Wow, was ist das? Machen Sie es weg, bitte. Ich spüre, wie die meine Seele aussaugen. Reißen Sie die Abwehrpflaster ab. Machen Sie nicht solche Geräusche. Da sind noch mehr. Heilige Mutter. Sind da noch mehr? Die saugen an meinem Hintern wie an einem großen Slushy. Wir sind so dicht dran. Ich kann die verlorene Stadt finden. Wenn ich nicht auf diese Insel komme, werden meine Freundin und ihr Covermodel sterben. Ich fahre. Loretta Sage, ich hol Sie hier raus. Warum sehen Sie so gut aus? Mein Dad war ein Filmstar. Hey, wow, da unten ist alles bestens. Okay. Was suchst du da? Schicksal steht fest und du entkommst ihm nicht. Wie ich dich vermisst habe, mein Sohn. Eines Tages wirst du über dieses Königreich herrschen. Danke, Vater. Mein König. Vater! Erinnere dich, für wen du deine letzte Träne vergossen hast. Ich werde dich rächen, Vater! Ich werde dich retten, Mutter! Ich werde dich töten, Fjölnir! Ich werde dich rächen, Vater. Ich werde dich retten, Mutter. Ich werde dich töten, Fjölnir. Warum versteckst du dich an einem so höllischen Ort? Um zu finden, was mir genommen wurde. Und das wäre? Ein Königreich. Wähle zwischen der Liebe für deine Familie und dem Hass für deine Feinde. Deine Stärke bricht Männern die Knochen. Ich breche ihnen den Verstand. Nacht für Nacht werden wir mein Rachegelübde einlösen. Ich werde dich rächen, Vater. Du musst sie dir nur zu eigen machen, Louis. Sind Sie ein Illustrator? Ja,
Da ist Schlamm an ihrer Kleidung. Ein schwerer Bulle hat mich angegriffen. Oh! Ich biete Ihnen eine Anstellung an. Sie greifen das Wesen der Katzen auf, vielleicht weil Sie selbst etwas von einem Ausgestoßenen haben. Ich sorge auch für 5 hungrige, frühreife Schwestern, mit denen ich unter einem Dach lebe. Wir haben eine Gouvernante angestellt. Du bist der erste Mensch, der gesehen hat, dass Katzen albern sind. Ängstlich und mutig. Wie wir. Miss Richardson hat einen positiven Einfluss auf diese Familie. Haben Sie etwas gemalt? Gibt's irgendwas zu lachen, Mr. Wayne? Nicht im geringsten. Louis Wayne von der Ballade! Da ist er! Der Katzenmann. Katzenmann. Eine ganze Katzenwelt. Sie werden blau und kommunizieren mit uns in menschlicher Sprache. Sagten Sie, sie würden blau? Ja, gewiss. Wow. Was geht in deinem komischen kleinen Kopf vor? Elektrizität. Louis, ich mache mir Sorgen um dich. Ich fühle Elektrizität. Mr. Wayne, ich wurde hergerufen, da Ihre Schwester Caroline um ihre Gesundheit besorgt ist. Du hast es verschwendet mit elendigen Katzen für eine eigensinnige, dem Untergang geweihte, befleckte Romanze. Wie Sie es geschafft haben, diese Bilder zu zaubern von solcher Freude. Und das in so dunkler Zeit ist mir ein Rätsel. Denk einfach daran, wie schwer die Dinge auch werden. Wie sehr du auch das Gefühl haben wirst, dich abzumühen. Glaub mir, die Welt ist voller Schönheit. Du musst sie dir nur zu eigen machen, Louis. Und dann teile sie mit so vielen Menschen, wie du nur kannst. Wie schaffst du es denn bloß, so gut zu schlafen? Hör auf! Hast du meine SMS gekriegt? Die von 5.42 Uhr, 5.46 Uhr oder 5.48 Uhr. Ich habe das Bedürfnis zu sprechen. Sprechen? Monster, Miststück, Hure. Es macht den Anschein, als hättest du Tourette. Wollen wir uns wieder vertragen? Nein. Glaubst du, dass zwischen uns nichts mehr zu retten ist? Was machst du denn hier? Warst du nicht gestern schon da? Gestern, vorgestern. Das ist meine 6. Nacht in Folge. Das Tempo wirst du nicht lange durchhalten. Ich habe Angst, dass sie mich hier behalten. Keine Panik. Nein, das ist unmöglich. Wir werden eine Lösung finden. Du kannst dir eine Pflegerin für zu Hause nehmen. Jemanden, der den Haushalt macht. Das ist ja fast so, als wäre ich meine eigene Großmutter. Können Sie mal bitte den Ton anmachen? Nein, das geht nicht, Monsieur. Macron wird was sagen, das möchte ich hören, das ist alles. Sie werden uns doch wohl nicht zwingen, Macron zuzuhören. Sie sind ja wohl auch kein Märtyrer. Natürlich bin ich kein Märtyrer. Finden Sie es normal, dass man auf Sie schießt? Nein. In Ihrem Alter wissen Sie ja nicht mal mehr, wofür Sie kämpfen. Das ist erbärmlich. Was heißt in meinem Alter? Sie gehen mir auf die Nerven mit meinem Alter! Was ich wollte, war, dass Monsieur Macron rauskommt und zu uns sagt, lasst uns drüber reden. Das Problem ist, dass unsere Wut für ihn nicht legitim ist. Sie stecken wohl auch in der Scheiße. Ja, ich sitze heftig in der Scheiße. Mein Ellbogen ist explodiert, ich werde nicht mehr arbeiten können und meine Freundin verlässt mich. Du bist nicht ganz allein, okay? Nie nimmst du auf andere Rücksicht, niemals. Es geht nicht mehr. Habt ihr noch freie Betten? Wir platzen hier nämlich aus allen Nähten. Es ist kein Ketamin mehr da, wisst ihr, wo wir noch was haben? Wir haben keins mehr. Ehrlich, ich bewundere sie. Das ist nett, aber wissen Sie, ich denke, ich werde bald den Dienst quittieren. Irgendwann geht das einfach nicht mehr, vollen Einsatz zu bringen, ständig. Und dafür ganz einfach keinen Respekt zu bekommen. Weder für uns noch für die Arbeit. Entbinden wir sie jetzt? Naja, wir werden sehen. Haben Sie etwa keinen Ehemann oder sowas? Es gibt nicht immer Ehemänner. Ich frage Sie nur, ich weiß es ja nicht. An die Arbeit, meine Damen. Legt euer Herzblut in diese Kreation. Ist alles in Ordnung, Esther? Du wirkst so aufgewühlt. Man hat mir heute in der Metro die Handtasche geklaut. Das gibt's doch nicht. Was ist das? Miss Dior. Du solltest die Tasche zurückbringen. Ich habe Ihre Tasche in der Metro wiedergefunden. Hier bitte. Weißt du, mit diesen Händen, da könntest du schöne Dinge machen. Bist du die neue Praktikantin? Das ist eigentlich eine gute Idee, Gloria. Wenn die morgen noch mal wiederkommt, übernehme ich die ganze Woche die Croissants. André, du kannst schon mal zur Bäckerei gehen.
Monsieur Duroy sagte immer, ein Kleid, das konstruiert man wie ein Haus. Fass an, du musst den Stoff fühlen. Du kannst schöne Sachen machen. Ich werde machen, was ich will. Macht es Ihnen nichts aus, Kleider zu nähen, die so viel wert sind und samstags zu arbeiten und das für so wenig Geld? Geld ist nicht alles. Was du hier lernst, ist ein Beruf. Einen Beruf kannst du weitergeben. Das ist wahrer Reichtum. Seit Sie in mein Leben getreten sind, habe ich alles aufgegeben. Sie spielen sich als meine Mutter auf, weil Sie einsam sind. Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Also, es bringt Unglück, die Schere fallen zu lassen. Ich glaube, ich mag sie. Warum machst du das überhaupt? Du kennst sie doch gar nicht wirklich. Weil ich es will. Du willst es, was willst du? Haute Couture-Schneiderin werden. Ich wollte dir helfen, deinen Weg zu finden, indem ich dir einen Beruf zeige, der einem die Möglichkeit gibt, etwas Schönes zu erschaffen. Mit dem, was man tut. Indem man etwas Schönes tut. I need somebody.